Am Trifolio zuerst danach geht Ballet aber im ganz hohen Niveau getanzt. Carol und Nora haben davon profitiert, für sich mit den Tänzern zu erhalten und auch bei schönen Bildern vom Spektakel zu trainieren. Natascha Ipatova und Georges Richard haben den 17. März an den Trifolion zuerst danach auf der Gala des Etoiles invitiert. Den Tag darauf hat eine von den weltberühmten Ballerinen, Larissa Letznina, einen Workshop für jung begeisterte Ballerinen aus dem ganzen Land gehalten. Wir haben sie gefragt, wie lange sie das ganz schon möchte und wieso sie das passioniert. I'm practicing 36 years. I used to study in very famous ballet academy Vaganova in Russia, in St. Petersburg, for 8 years. And one extra year before the school, we had one extra year. So in total, 9 years. How you can explain why it's your passion? God gives the passion, and it's, yeah, I just love the ballet. I love this art. I find it's a very beautiful art. And music, costumes, you know, people acting, it's not much talking, but it's by the emotional, feeling. Eine Schülerin aus dem Konservatoire, Lori Wagner, kommt etwas mehr erleben, was sich viele Ballettschülerinnen wünschen. Hat dürft mit den Großen auf der Bühne stehen. Darauf sind, hat Hada es gezählt, wie das war. Es war einfach aufregend, die alle gut kennenzulernen und dann auch noch mit denen zu tanzen zu dürfen, war wirklich eine von den größten Chancen, die ich mir vorstellen kann. Natascha Ipatova, Ballettprof am Konservatoire und freie Ballettänzerin, wird die Gala an den Workshop ermöglicht. An der ersten Stelle, das ist eine tolle Motivation für alle Mädchen und auch Jungen, die Ballett machen, um zu wissen, wozu ist dieses harte Training jahrelang da, wollten wir Beste vom Besten nach Luxemburg holen. Und diese Beste, das war Wiener Oper, Mailand des Gala und Amsterdam Royal Dutch Ballet. Und für mich persönlich eine tolle Motivation, das war zu sehen, zuzusehen beim Workshop, wo Mädchen aus verschiedenen Schulen oder aus verschiedenen Konservatoren zusammen geschafft hat. Für mich das war die größte Freude, was ich gehabt habe. Ob dem Natascha seine Schülerinnen der Workshop mit Larissa Letznina gefallen hat, erzählen sie es selber. Der Workshop war ziemlich anstrengend. Ich hatte nicht gedacht, dass er so anstrengend wäre. Aber es war aber flott. Also mit all den anderen noch dabei war es aber flott. Man war immer flott, anstrengend. Aber es war auch flott, für zu gucken, bei den alles genäht oder so. Und wie sie ihre Kur halten. Für was fängt ihr mit Ballet an? Also, ich bin am Ballet, seitdem ich 4 Jahre bin. Und ich habe beim Sarah Eden angefangen und dann bin ich dann an den Konservatoire gekommen. Aber es ist einfach, dass ich schon immer seit kleinen Minuten wollte ich Tänzerin gehen, weil ich einfach immer auf der Tele gesehen habe, wie schön sie getanzt sind. Und das hat mich einfach schon von Anfang an fasziniert. Am Anfang, weil ein Freundin von mir hat so viel vom Ballet geschwärmt, haben wir immer Sachen gewusst. Und dann wollte ich das doch machen. Natascha Ipatova hat auch von seiner Ballettkarriere gezählt. Ich persönlich am Konservatoire, es wird jetzt gerade 20 Jahre, zusammen mit Privatschule und mit meinem Anfang 23 Jahren. Davor, es war in St. Petersburg noch ein paar Jährchen. Nach meiner Tanzkarriere 20 Jahren habe ich danach Unterricht gegeben.